gehört. Ich habe bei der lieben Chiquita's Place, glaube ich heißt sie, ein Video mal gesehen über einen Rituals Sommer-Advent-Kalender. Ups. ich wollte den unbedingt haben, weil sie den in dem Video herzeigt. Und ich fand die Sachen, die drin waren, so mega interessant. Und ich habe noch nicht viel von Rituals bis jetzt probiert. Ich habe nur eine Bodylotion als Probe gehabt. Irgendwo habe ich mal gewonnen, da waren auch so kleine Größen nur. Da hatte ich ein Shampoo, eine Bodylotion und so. Duschschaum hatte ich bis jetzt noch nicht in Verwendung. Ich habe schon ein paar, aber ich habe bis jetzt noch keinen verwendet. Und ich war eigentlich nur beim Rituals, weil der Duschschaum bei mir nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert er, aber die Verkäuferin hat mir gezeigt, wie es geht. Ich bin eben zu doof dafür. Weil ich auch gleich dort war wegen dem Duschschaum, weil ich den ja nicht funktionsfähig gekriegt habe, habe ich auch gleichzeitig für meinen Vater was geschaut, für den Vatertag, habe ihm dann eine Kerze gekauft, eh auch von einer Serie, die da mit drinnen ist. Das war aber nicht alles, ich habe mir dann noch ein Duschgel gekauft mit dem Adventkalender, das habe ich dann noch zusätzlich mitgenommen, das funkelt so mega geil. Das ist ein kühlendes Duschgel, so ein After-Sun-Duschgel eigentlich. Und ich habe das schon mal gehört, weil eine Arbeitskollegin von mir hat das mal verwendet und hat gesagt, das findet sie so gut. Und ich wollte das unbedingt haben. Es war auch aktuell dort in Aktion um 6, 7 Euro oder so. Dann habe ich ein Peeling geschenkt bekommen, weil ich ja die Kerze gekauft habe, den Kalender, habe ich ein Peeling mir aussuchen dürfen. Ich habe ja die Rituals Kundenkarte. Und habe beim ersten Mal schon einen, also nach dem zweiten Einkauf oder so, habe ich einen Duschschaum geschenkt bekommen, auch von dem Sakura-Teil. Habe ich mir aussuchen dürfen. Und jetzt habe ich mir eben das Sakura-Peeling ausgesucht. Ich finde das so genial. Ich liebe Rituals. Ich finde das so cool, dass man so Full-Size-Größen als Geschenk bekommt. Also ich finde das mega. Weil ich noch das Duschgel gekauft habe, hat sie mir eine Probe dazu geschenkt. Eine Gesichtscreme ist das von Ritual of Karma mit 30er Lichtschutzfaktor. Wenn ich jetzt endlich mal meine Biotherm leer habe, will ich die als nächstes als Tagespflege verwenden. Weil dann nehme ich die Biotherm, dieses Cooling Gel, was ich jetzt gerade verwende in der Früh am Abend und wechsle dann auf das, weil ich will das unbedingt probieren, weil da auch ein hoher Lichtschutzfaktor dabei war. So, die Kerze kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil die habe ich meinem Vater schon geschenkt. Das heißt, wir machen mal das hier auf, weil deswegen wollte ich das Video machen, weil ich finde das irgendwie interessant, weil die Nicole heißt sie, glaube ich. Ich verlinke euch mal den Kanal, aber ich versuche auch das Video davon zu finden, was sie da hochgeladen hat. Seit sie das hochgeladen hat, das Video, wollte ich unbedingt diesen Kalender haben. Und ja, schauen wir mal, was... Ich meine, ich weiß ja den Inhalt schon, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern dran. Kriege ich das jetzt hin, ohne irgendwas kaputt zu machen? So, das ist mal diese Umverpackung, die schmeißen wir mal da aufs Bett. Und so sieht der Kalender aus. Ich finde gelb, ihr wisst ja, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und ich fand den Spruch da oben so toll. Jetzt kann man es, glaube ich, lesen. Ja, also, wenn man ihn öffnet, kann man das auch abnehmen und dann sieht das so aus. Ich finde die Farben so mega schön. Ja, ich überlege gerade, ob ich da jetzt nach Tag 1, 2, 3 gehen soll oder irgendwie. Aber ich glaube, ich mache das einfach nach den Tagen, wie es sich gehört. Ich zeige euch das nur noch mal kurz. So sieht das dann aus. Okay, beginnen wir mal bei Tag 1. Ich stelle ihn da so an die Ecke. So, ich bin schon so gespannt. Ich meine, ich habe das Video ja auch gesehen von ihr, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, was da drinnen ist. Also das ist mal Tag 1, genau. Ein Duschschaum ist da drinnen. Energizing Forming Shower Gel. Ich bin so gespannt auf den Duft. Ich habe mir da ein paar Sachen angeschaut von dieser Serie. Das ist das Ritual of Mare. Die Serie interessiert mich nämlich wirklich sehr, reimt sich sogar. Ich habe da ja von der Serie dem Papa eine Kerze... Ich kann nicht mehr reden, ich bin ganz hibbelig wegen dem Kalender. Ich habe meinem Vater ja eine Kerze von der Serie gekauft. Und das ist mit süßer Orange und Holzdüften oder so. Ich bin so gespannt. Ich habe ja bis jetzt noch nie richtig einen Adventkalender von Rituals gehabt. Ich wollte meinen haben, habe es aber dann doch immer lassen. So, machen wir gleich zwei auf, damit das ein bisschen schneller geht. Ihr merkt, ich bin voll overhyped, was das betrifft. Nummer 2. Oh, ist ein Peeling.
von der Rituals of Karma Serie. Die Serie mag ich auch. Also die riecht auch nicht schlecht. Auch eher frisch. Ich finde eigentlich nicht, dass es jetzt eine Serie von dem gibt, was ich nicht mag bis jetzt. Das war jetzt in Türchen Nummer 2. Das macht so Spaß. Dann machen wir Türchen Nummer 3 auf. So. Da ist drinnen eine Bodycreme von Rituals of Karma. Ich finde die Verpackung so mega, mega schön. Eigentlich wollte ich mir die Nägel so lackieren, aber ich will dann später mein Oberteil wechseln, weil ich das schon so voll schwitze, weil mir so heiß ist. Habe ich deswegen die Nägel grün gemacht, weil ich habe auch die Zehennägel so lackiert. Sehr interessant, ich weiß. So, eine Bodylotion. Da bin ich echt gespannt, wie die ist. So, Nummer 4. Ach Mann. Ich wurde gerade angerufen. So, Türchen Nummer 4. Oh, das ist gelb. Was ist das? Ein Handbalsam von Rituals of Mehr wieder. Ihr wisst ja, ich habe eh zu viel Handcreme, aber egal. Ich freue mich trotzdem drüber. So. Boah, die riecht jetzt schon nur stark. Das war jetzt viel. Suchen wir Nummer 5. 5. Was ist das? Oh, eine Kerze. Sweet Jasmin, die habe ich gesehen. Ich habe sie euch noch gar nicht gezeigt, sorry. Die habe ich gesehen, die Kerze. Und ich wollte die mir kaufen, aber ich habe es dann doch lassen. Die ist so süß, die ist so mini. Die riecht mega gut. Die riecht mega gut. So. Okay. Nummer 6. Ich habe gar nicht gesagt, wie viele Türchen es gibt. Es gibt 12. Also 13 mit der Sanduhr. Okay, was haben wir hier? Da ist ein Anti-Aging-Serum. Wow. Auf das bin ich sehr gespannt. Ich habe ja zurzeit leider ein paar Serum in Originalgröße angefangen. Sieht man das überhaupt? Aber ich habe noch nie, wie gesagt, ich habe generell noch nie so richtig viele Sachen von Rituals probiert. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. Und ich glaube, dieses Jahr zu Weihnachten werde ich mir den Rituals Adventkalender leisten. Glaube ich schon, dass ich das machen werde. So, Nummer 7 ist auch wieder riesengroß. 7, aber leicht. Oh, ein Raumspray in meiner neuen Lieblingssorte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Sakura, da habe ich mich ja total verliebt. Das erste Mal, wie ich da die Bodylotion als Probe hatte. Ich glaube, die Probe habe ich auch damals von der Vivi gehabt. Die habe ich fix von der Vivi gehabt, weil jedes Mal, wenn sie mir irgendeine Probe gibt, meistens ist was dabei, was ich dann unbedingt haben will. Ja, ein Raumspray. Ich bin echt gespannt. Den werde ich auch bald verwenden. Oder ich überlege, ob ich ihn dann für die neue Wohnung aufheben war. Das kann sich nur um Jahre handeln, sage ich einmal. So, Nummer 8. Die haben auch so Bezeichnungen. Nummer 8 ist jetzt zum Beispiel Positivity. Das ist süß. Oh, das habe ich gesehen, dass das drinnen ist. Das ist das Körperöl. Also dieses Glitter-Körperöl. Schaut so schön aus. Das habe ich auch in Originalgröße im Geschäft gesehen. Das ist so schön. Ich überlege, ob ich das mal verwende. Ich bin echt radikal, oder? Ich finde nicht, dass so stark schimmert. Also es glänzt ein bisschen, aber das ist so geil. Das schaut so schön aus. Ihr seht, ich bin total overhyped, was das betrifft. Also Wahnsinn. Nummer 9. Nummer 9 ist ein Duschgel. Oh! Oh Mann, das ist das in klein. Das ist das in klein. Ach, scheiße. After Sun Cooling Duschgel in klein. Oh Gott. Egal, dann nehme ich das kleine zuerst in Verwendung und das große hebe ich mir noch auf. Ach Mann. Egal. Warum ärgere ich mich? Eigentlich ist ja eh gut, oder? Dann habe ich gleich 2. Aber das ist so typisch ich, oder? Das ist so typisch ich. 10. 3 haben wir jetzt, also 4 sind es jetzt noch mit der Sanduhr. Das ist Nummer 10. Oh, das benutzen auch sehr viele, glaube ich. Das ist so ein Körper- und Body
Körper und Body ist dasselbe, ich Trottel. Ein Haar- und Körpermist ist das von Ritual of Karma wieder. Für die Verpackung ist süß. Ihr merkt, ich bin voll begeistert. So. Nummer 11. Oh, auf den habe ich schon gewartet. Ist ein Parfüm. Sieht so aus. Das schaut so schön aus. Wahnsinn, wie schön das ausschaut. Ich mag das aber nicht hinmachen. Aber ich mag dran riechen. Das wird nicht anders gehen, oder? Nee, ich lasse es noch. So sieht das aus. Ich habe auch noch nie die Parfums so an mir testet. Ich habe nur einmal, da war ich glaube ich mit der Vivi im Rituals drinnen, habe ich einmal den rosanen verwendet, den hellrosanen. Seitdem bin ich so begeistert. Jedes Mal, wenn ich aber in einen Rituals reingehe, gibt es nie die kleine Variante von dem rosanen. Deswegen kaufe ich mir den natürlich nicht, weil ich ja noch so viele Sachen daheim habe. Aber der schaut echt interessant aus. Ich finde das auch gut, dass da so kleine Größen drinnen sind für mich jetzt, damit ich sie eben probieren kann. Ich habe auch von der Vivi auch einmal so ein kleines Set bekommen, sollte ich auch jetzt mal demnächst verwenden. So, jetzt haben wir nur noch zwei. Also in dem einen sehe ich ja gleich, was drin ist. Ich zeige euch das gleich. Das ist die Sanduhr. Ganz ehrlich, ich wollte auch deswegen unbedingt haben. Ich liebe Sanduhren und ich habe noch nie eine gehabt, weil ich immer zu geizig war, mir eine zu kaufen. So. Achtung. Die kleinen Dinge machen die Shay schon happy. Ich finde das so genial. Ich liebe dieses Teil. Ich muss das irgendwo hinstellen, nicht, dass es irgendwo runterknallt. Yay! Oh, das beruhigt voll. Ich bin echt gestört, oder? Shay freut sich über eine Sanduhr. Habe ich mich über die anderen Dinge auch so gefreut wie über die Sanduhr? Kein Kommentar. Das letzte leider schon. Das hat so viel Spaß gemacht. So, das letzte ist, oh, auch ein Duschschaum. Anti-Pollution. Na, Blödsinn. Das ist ein Wasserspray. Wow. Ich bin ein Freak, ich weiß. Wow. Wow. Mega. Das ist auch geil. Das ist echt geil. Wasser und also Körper und Gesicht Wasserspray. Ich habe es euch noch gar nicht gezeigt, sorry. So sieht das aus. Mega geil. Ich habe jetzt in letzter Zeit meistens immer meine... Ich habe häufiger jetzt meine Lacoste-Tasche. Da passt ja viel mehr rein. Vielleicht gebe ich da das in meine Handtasche, obwohl es ein bisschen groß ist. Aber das ist geil. Das ist geil. Ich kleiner Freak. Super freaky. Alles weg. Aber ich muss echt sagen, ich bin wirklich begeistert davon. Ich bin wirklich begeistert davon. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass da jetzt dasselbe Duschgel wieder drin war, aber okay. Aber ich freue mich mega. Ich bin eigentlich nicht so ein Schimmerlotion-Fan. Ich habe ja auch noch das da und benutze es nicht. Vielleicht verschenke ich das. Oder versuche es jetzt endlich mal zu verwenden, aber... Die ist mir, glaube ich, ein bisschen zu schimmernd. Aber das Öl, über das freue ich mich sehr. Ich finde das auch voll schön, wie das ausschaut. Seht ihr das? In der Kamera kann man das richtig gut sehen. Das schaut so schön aus. Bin ich gespannt, wie das ist, wenn ich es weiter verwende. Die Kerze finde ich auch süß, dass da so eine Mini-Mini-Kerze drin war. Mega genial. Und der Duft ist so gut. Wahnsinn. Über was freue ich mich noch? Also über den Duschschaum freue ich mich sehr. Ich freue mich eigentlich über alles. Ich freue mich wirklich über alles. Und ich finde cool, dass da mal was anderes auch drin ist, so ein Wasserspray. Finde ich auch cool. Finde ich auch cool. Und ich finde das schön, dass das immer so farblich immer an den... Also dass die das an den Kalender so anpasst haben, den Farben mit den Produkten, finde ich urschön. Also ich bin mega, mega happy über die ganzen Sachen. Ich freue mich schon, wenn ich die ganzen Produkte jetzt mal... mehr teste, sage ich jetzt einmal. Die wird wahrscheinlich schon in ein Aufgebraucht-Video landen. Ich habe immer früher so ein Aufgebraucht-Kerzen-Video gemacht. Mache ich aber jetzt nicht mehr. Weil ich meine, im Sommer trage ich eh keine Kerzen. Ich bin so behindert heute. Im Sommer habe ich eh keine Kerzen an. Aber ja. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht wieso.
Aber da bin ich echt gespannt, wie das ist. Das ist dieses kühlende Duschgel mit Aloe Vera und weißem Tee. Da bin ich echt gespannt, wie das ist. Und über das Parfum freue ich mich, weil ich wollte schon ewig einen Duft testen von Rituals, habe mich aber nie traut. Und ich glaube, ich habe den sogar probiert beim Rituals. Ich bin happy. Ich finde es super, mega, mega toll, dass die Nicole heißt sie, glaube ich, die Chiquitas Place, ein Video über den Kalender gemacht hat. Ich habe dann komplett drauf vergessen, nochmal zu gucken wegen dem Kalender, weil ich wollte den ja eigentlich auch haben, habe es aber dann vergessen. Und weil ich ja dann den Duschschaum nicht funktionsfähig gekriegt habe, ich bin so dämlich, also das ist echt peinlich, den muss ich jetzt dann in die Badewanne stellen. Weil die hatten den nicht und sie hat draufgedrückt und bei ihr hat er beim ersten Mal, also beim zweiten Mal hat er bei ihr funktioniert. Ich bin aber wohl lange in der Badewanne gesessen und habe es getestet und es hat nicht funktioniert. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt geklappt hat. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich da reingegangen bin. Dann habe ich aber gleich ein Vatertagsgeschenk noch gekauft und habe auch gesehen, dass es den Kalender gibt. Und dann habe ich auch noch ein Peeling gratis gekriegt und dann war es um mich geschehen. Also dann war ich im Kaufrausch und habe halt natürlich das noch gekauft, obwohl ich das im Adventkalender drinnen hatte. Ich hätte lesen sollen, aber egal. Ist nicht so schlimm. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich werde das Kleine auf jeden Fall sofort in die Dusche stellen. Das heißt, ihr werdet das bald, möglicherweise bald in ein Aufgebraucht-Video dann sehen. Ich kann da jetzt mal dran riechen, wenn ich das eh in die Badewanne stelle. Oh Gott. Oh mein Gott. Was war denn das für eine Tonlage? Das riecht schon sehr minzig und kühlend. Kennt ihr dieses Diana, dieses Fußding? So riecht das. Ich mag das. Und es hat so ein bisschen Blumiges auch. Also ich finde es geil. Okay, bevor ich jetzt stundenlang noch über die Produkte rede, beende ich dieses Video mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt damit irgendwas anfangen können. Aber ich wollte euch diesen Kalender unbedingt zeigen. Ich habe ja noch nie so einen Adventkalender aufgemacht. Und ich wollte da jetzt nicht jeden Tag warten, um irgendwas zu öffnen, sondern wollte ihn in ein Video öffnen. Ich bin wirklich verliebt. Ich meine, der hat auch noch die Farbe, was ich so cool fand. Ne? Ich meine, Gold ist zwar jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber okay, ich höre jetzt auf. Das ist jetzt echt schon krankhaft. So. Schreibt es mir mal gerne in den Kommentaren, ob ihr schon mal Rituals-Produkte hattet. Weil die sind schon etwas teurer, finde ich. Aber wenn, dann würde ich jetzt eher bei Rituals bleiben und bei Body Shop. Klingt fies, oder? Aber Rituals und Body Shop wären so die zwei, wo ich gerne öfter einkaufen würde. Aber jetzt muss ich mal die ganzen Sachen verbrauchen. Ich meine, das ist jetzt eh ein bisschen was. Und ja, schreibt mir mal gerne, wie ihr die Sachen findet und wie ihr den Kalender findet. Welches Produkt ihr da am coolsten findet. Also bei mir, wie gesagt, das ist die Sandtour. Sorry dafür. Aber auch dieser Wasserspray, den finde ich auch mega interessant. Und das Schimmeröl. Das sind die, was ich am interessantesten finde. Okay, ich beende das Video jetzt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!